Hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich möchte heute mit euch noch einmal backen. Da ja Weihnachten bald vor der Tür steht, habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Weihnachtsgebäck. Und zwar habe ich von der Christine Haas ein Buch, Teegebäck. Das mache ich jetzt und ich hoffe, es gelingt mir, weil es ist zum ersten Mal. Aber ich bin ja immer so ein, ich probiere gerne mal aus. So, dafür braucht man eigentlich eine Spritzbeutel. Ich habe mir jetzt aber so eine tolle Gebäckpresse gekauft. Probiere ich mal, ob es mit der genauso geht. Gut, man braucht dazu Puderzucker, Mehl, Ei, Milch, Vanillezucker und Margarine. Prise Salz noch, das war's eigentlich. Gut, also, wo habe ich meinen Mixtopf? Genau, da ist mein Mixtopf. Also, wir kommen dann rein. 100 Gramm Puderzucker. Ich habe den gleich mit dem Vanillezucker gemischt. Den Puderzucker habe ich selbst gemacht. Einfach 30 Sekunden Stufe 10 gemahlen. Und habe ich immer schon Vorrat gemacht. Und dann brauche ich den bloß noch raustun. Und den Vanillezucker habe ich auch selbst gemacht. Hier steht drin ein Päckchen Vanillezucker. Ich habe einfach einen Esslöffel selbstgemachten genommen. Das entspricht ungefähr dem. Also, da rein. 200 Gramm weiche Margarine. Die habe ich jetzt noch nicht abgemessen. Können wir gleich mal die Waage noch mal testen. So, jetzt schauen wir, ob das noch reicht. Naja, wahrscheinlich nicht. Auch einen Spatel. So, man könnte jetzt auch Butter nehmen. Aber ich nehme eigentlich meistens Margarine. Nur halt für Buttergebäck, dann nehme ich richtig Butter her. Bei der Butter eben das Problem ist, man muss ihn immer vorher rausziehen, wenn man das dann mal vergisst, dann ist er so hart und das ist dann eigentlich nicht so gut. So, jetzt haben wir 57. Und jetzt haben wir da. Ha! Punktlandung 200. Das ist ja direkt der Wahnsinn. Gut. Dann ein Ei. Ich habe mit dem Mac Plus jetzt schon viel gebacken. Ich muss sagen, es klappt alles sehr gut. Ich verzichte meistens auf die Knetstufe. Ich nehme eigentlich oft Stufe 5 wieder her, wie ich bei dem alten Ei genommen habe. So, dann 30 Gramm Milch. Vanillezucker ist schon drin. 270 Gramm Mehl. Und eine Prise Salz. Gut. Und hier steht eben auch 30 Sekunden Stufe 5. Stufe 5. Ich drücke jetzt einfach bloß auf Stufe 5 und schaue, bis zur 30 lasse ich den hochlaufen, dann schalte ich ihn einfach aus. So. Schauen wir mal, wie der Teig geworden ist. Ja, er schaut wirklich gut aus. Ich muss jetzt probieren. Ich muss immer probieren. Also wie gesagt, man kann jetzt in eine Spritzbeutel füllen. Suchen. Ich probiere es jetzt mal mit diesem Teil. Aber ich tue jetzt da bloß mal ein bisschen was rein, weil ich nicht weiß, ob der nicht zu weich dafür ist. Die habe ich nämlich neu bekommen. Dann muss ich das mal schauen. Also, der Teig ist nicht für dieses geeignet, sondern man muss ihn wirklich in einen Spritzbeutel füllen, wie angegeben. Toll, wie mache ich das jetzt aus der Spritze wieder raus? Aber gut. Also, Spritzbeutel. Ich habe mir jetzt da einen guten bestellt, weil ich habe immer so Klump gehabt.
Ich habe den jetzt von der Firma mit Tee vorne. Der ist wirklich super. Gut. So. Probieren wir das Ganze mal. Ich zeige es jetzt bloß mal und dann mache ich das dann so weiter. Also. Also man spritzt entweder Tuffs oder Schlangen oder was man möchte. Habe ich mir einen Tipp von der Christine zu Herzen genommen, aber nehme ich mir jetzt zu Herzen. Damit das Backpapier nicht klebt, also nicht verrutscht, klebt sie das immer mit Margarine fest. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Weil das ist beim Spritzgebäck natürlich, wenn das dann immer hängen bleibt, nicht so prickeln. So. Jetzt. Genau, so mache ich das jetzt. Solche Schlangenlinien, man konnte es nicht gescheit sehen. Und das tue ich jetzt. Und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. So, also das ist das alles auf ein Blech gespritzt. Es sind 2 Stück geworden. Und das kommt jetzt bei 180 Grad für 15 bis 18 Minuten in den Backofen, je nach Backofen. Also das kann man jetzt so pauschal sagen. Ich stelle jetzt einfach mal 16 Minuten ein. Und dann kann ich ja sehen, ob ich das noch nachstellen muss oder nicht. 16 Minuten. Gut. Und dann wird einfach noch eine Seite mit Schokolade überzogen. Und dann sind die fertig. So, ihr Lieben, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ihr habt Spaß gehabt am Video. Macht es nach, die sind sehr, sehr lecker. Glaube ich zumindest, weil ich habe nur den Teig probiert. Aber Plätzchen sind eigentlich allgemein immer lecker. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!